Hallo. Hm. Ne? Ich sehe die Verwunderung in deinem Gesicht. Keine Ahnung, was das sein soll, Bro. Weißt du nicht? Oder wollen wir nicht erstmal normal einsteigen? Herzlich willkommen zu Dope und Hope. Hallo, Freunde. Wie geht's euch? Was geht ab? Lange nicht gesehen. Was macht das Leben? Wir sind hier gerade angelangt bei der, ich denke, sie nennt sich M&M-Gang. Oder MM-Gang, Fluss für Familie. MM-Gang. Ne? Fluss für Familie. Und Big Boy hat gerade überhaupt keinen Dunst, was ich mir fast nicht vorstellen konnte, um was es geht. Ich finde einfach so, nach Chiago muss man das auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ne? Yay! Ne? Aber der Bruder, wie gesagt, ist gerade halt einfach nicht up to date, obwohl das doch ist. Weil er mir vorhin erst noch irgendwas anderes erzählt hat. und ich würde einfach sagen, so, Bruder, vielleicht kommst du drauf, lass starten. Hast du erkannt? Ja? Okay, ich muss mir weniger Sorgen machen, wenn Asche dabei ist. M&M's ist die Gang mit dem Kopf durch die Bandreihe. Es geht bald, wann du fällst. Habibi, heute wird dein Karma bestellt. Du fällst. Habibi, heute wird dein Karma bestellt. Was, das hart, Alter. Ich muss halt einfach, oh Mann, ey. Das ist so schön gemacht. Warum eigentlich? Wir haben jetzt mittlerweile schon einiges verpasst in der Promophase. Ja, aber deswegen sind wir gerade mal kurz hier. Ist auf jeden Fall anders, ne? Ist anders geil. Ja, es ist auf jeden Fall erstmal sorry, dass wir so viel davon verpasst haben. Ging nicht anders, war nicht drin. Krasser Scheiß. Also, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es eine Mischung zwischen KMN-Gang. Es ist safe eine KMN-Gang. MMM-Gang, KMM-Gang. Ne? Bin mir nicht ganz sicher. Oder der neuen Kollabo von Kapital. Hey, dadurch, dass uns wahrscheinlich gerade das Background-Wissen dazu fehlt, müssen wir das einfach mal so hinnehmen und einfach mal warten. Vielleicht kommt da noch irgendwie so ein kleiner Hinweis. Haft hier aus dem Glas ist nicht dope. Oh, Bruder. Habibi, das ist mein Geschäft. Unterwegs nachts Packs und Weißwind gepresst. 1 Million Fans und reihenweise Hits. Doch wenn's sein muss, frisst du von uns Eisen und Fett. Ich bleib mit Blockgangs, yalla. Drücken aufs Gas, auch bei Stoppschild, yalla. 2 Brüder hinterm Lambo-Cockpit. Wie hab ich letztens gelesen? Dem Lamborghini steht der Einser aber. Alter, Ich finde aber die Sprachästhetik gerade so, die ist so gut getroffen, ist Alter. Ist zu gut, Alter. Yalla, drücken aufs Gas, auch bei Stoppschild, yalla. 2 Brüder hinterm Lambo-Cockpit, yalla. Wer will das denn? Ein Schuss und dein Kopf nickt, yalla. Also gehen wir aus dem Weg, von Bayreuth bis Bestrick, Fluss für Familie. Auch wenn wir einiges verpasst haben und da jetzt gerade erst dabei sind, so, uns in die Sache wieder einzuarbeiten, ja. Es ist die wahrscheinlich ehrenvollste Promophase, ja, das nach Michael Schindler. Wow. Hast du gerade ehrenvoll oder ehrenlos gesagt? Ehrenvoll. Ja, auch Schindys Promophase war am Ende des Tages, Alter. Eher ehrenlos, aber ich muss es halt mal so verpacken. So. Wenigstens kostet sein Puzzle keine 200 Euro. Nein, aber jetzt passt mal auf, ne? Das ist wirklich, das ist krass. Alles, was hier an Output generiert wurde bis jetzt, das ist einfach abartig. Hast du das mitbekommen? Was, das Puzzle? Ja. Ja, klar. Ja. Klar. Original von Ravensburger. Ja. Schindys Zielgruppe braucht Puzzle. Mit 200 Teilen. Ey, Bruder, ne? Mal schauen, wie viel er davon los wird. Bro. Schick eins an Farid Bang. Also geh mir aus dem Weg. Von meiner Hut bis bestehen. Alles gut, wie du siehst. Fluss und Familie. Im Café spielen wir Tavla. Doppelkopfadler! Oh Mann! Mann, Alter. Alter, ist das kaputt? Fluss und Familie. Im Café spielen wir Tavla, Doppelkopfadler.
Es fliegen Kugeln bei Palava, vernetzt in Kosovo. Doppelkopfadler, es fliegen aber, Kugeln bei Palava. Bruder, auch so dieses Zeichen dazu. Doppelkopfadler! Das ist aber auch so schön gemacht, ne? Es gibt eben noch Menschen, die so Wu-Tang machen. Ey, Bruder, ich kann einen dreifachen Mittelfinger. Und ja. In der Heimat ein Star, M&M's tun jetzt durch Mitrovica. Jage dich im Jeep, ist der wahre Kokain. Codex ist Kanon, ich verrate kein Prinzip. Auf der Straße ein Bandit, doch die Lage ist stabil. Ich bin immer hart geblieben, denn mein Name ist Granit. Ich bin immer hart geblieben, denn mein Name ist Granit. Alter, wie kann man das nur so ernsthaft durchziehen? Sau gut einfach. Aber weißt du, was die einfach damit zeigen? Dass egal, was aktuell in der Deutschrap-Szene so einfach existiert, gehustet wird. Ne? Da hast du zwei, die einfach alles hinbekommen. Es ist krank. Es ist so, einfach nur krank. Animus, du bist dran. Ich weiß nicht. Vielleicht kommt da auch noch was in die Richtung. Ne? Gehe ich mal davon aus. Oder vielleicht haben wir es verpasst. Kann sein. Wir müssen ja mal abwarten. Ne? Also von daher mal sehen. Ich glaube, das juckt die gar nicht. Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. M&M's von der Farben, Weltunternehmen, wir sind Gangster mit Narben. Nach all den Jahren mit so einer Verein. Lilly kommt, Lilly geht, deine Bruderschaft bleibt. Nach all den Jahren mit Suna Verein, Lilly. Lilly kommt, Lilly geht. Ne, ja? Bruderschaft bleibt. Bruderschaft vereint und so, ne? Ciao. Also gehen wir aus dem Weg. Von Bayreuth bis Bestön. Für uns mit Familie. Also gehen wir aus dem Weg. Von Bayreuth bis Bestön. Alles gut, wie du siehst. Für uns mit Familie. Aber auch die komplette Inszenierung, von allem die Bewegungen. Alter, so gut, Alter. So gut. Der Flieger, weißt du? Ich finde das jetzt eigentlich noch am besten. Das ist auch ziemlich nice, ja. Ach du Scheiße. Das sieht jetzt halt aus wie zwei Hoodrats, weißt du, die irgendwie wann, dass irgendeiner aus dem Drive-In kommt. Also pass auf, ne? Jetzt kommt die Bewertung, die an Abstrusität nicht zu übertreffen ist wahrscheinlich. Im Normalfall würde ich so einem Track, ja? Ich weiß nicht, ob ich ihm Dope geben könnte, ja? Dadurch, dass das aber Kollege und Asche, ja, perfekt inszeniert haben, uns mich einfach und mein Humor sowas von abholt. Leute, jetzt kommt das Verrückte. Gebe ich dem Ganzen safe und dopestens as fuck, Alter. Weil das ist einfach wundervolle Kunst. Und ich feiere dieses Talent dahinter. Ich feiere dieses Talent wirklich, Raps so zu verstehen, Raps so gefressen zu haben und ein Team zu, keine Ahnung, hinter sich stehen zu haben oder mit einem Team zusammenzuarbeiten, dass halt wirklich das alles komplett mit umsetzen kann. Das ist krank. Das ist auch der Grund, warum ich dem in Dorbison das Fuck gebe, weil du musst das erstmal so durchziehen. Das ist der Punkt. Die Tracks alle wirklich so on point in der Art zu bringen, wie es der parodierte Künstler macht. Nee, das ist Dorbison, Alter. Auf jeden Fall. Kriegt ein Dorbison das Fuck. Bitte jetzt langsam Albumzeit, ja? Nächsten Monat, glaube ich, ne? Was haben wir? Nächsten Monat, ja? Nächsten Monat müsste es soweit sein. Na, mal schauen, wie weit wir damit kommen, ne? Also, ihr habt's gehört. Ne? Der Big Boy hat sich gesagt. Wir nehmen auch eine Box. Der Sherlock hat sich auch gesagt so. Bestellen kann man, glaube ich, keine mehr. Ne? Ist durch gewesen, oder? Ich glaube auch. Ist ja egal, auf jeden Fall. Die La Deutsche Vita, Freunde. Ihr wisst doch Bescheid. Holt euch die La Deutsche Vita, wenn sie wieder da ist. Ja? Falls es die Box nochmal gibt. Ansonsten streamt das Album einfach zu Tode. So ist es. Die Promophase hat es absolut und mehr als verdient. Und am besten nicht auf Spotify, weil die Künstler unterstützen das Ganze zu wenig. Stopp. Spotify unterstützt die Künstler zu wenig. So rum. My bad. Und Spotify hat auch gerade Stress mit Prince Harry. Deswegen, ne? Haben sie. Habe ich gar nicht mitbekommen. Oh ja, wegen Podcast, Bruder. Ah, nice. Sehr, sehr geil. Also, in diesem Sinne gehen wir über zum nächsten. Danke. Tschüss und ciao. So, ihr Lieben. Und wir haben es geschafft so. Wir haben unseren ersten Partner und sind sehr stolz darauf. Bars.com, Freunde. Wenn ihr Bock habt. Yes. Auf ziemlich nice Kleidung, ja? Shirts, Hoodies, Drinks, ja, Drinks, Collectibles, etc., etc., so. Merch von Künstlern, alles, Bücher, alles am Start, Freunde, alles am Start, alles aus. Ja?
mit dem Rabattcode, Freunde. Dope or Nope 10. Er ist jahrelang geübt, hat er das. Dope or Nope fucking 10. Das fucking lasst er weg. Bekommt ihr? Mit ganzen 10%. People tell him. Ganze 10% auf eure gesamte Bestellung. Tell him, bro. Tell. Und es lohnt sich wirklich. Der Bruder ist nicht nur cool, sondern tatsächlich. Er hat tatsächlich einen Online-Shop, wo ich sagen kann, ja. Yeah. Da kaufe ich, weil es einer für die Culture ist. Ein paar Dosen könnt ihr noch brauchen, aber ansonsten. Was? Link dazu findet ihr uns in den Shownotes. Ab sofort immer. Bescheid. Ab sofort immer und deswegen gönnt euch. Und für immer. Ey, und das war Werbung. Geil, bezahlte Werbung. We out. Motherfuckers!